Herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sagen den Minecrawlern den Kampf an und gehen jetzt ins Reich der Königin. Oh Mann, ich bin gespannt, was passiert. Treff doch mal. Yes. Okay, Bogen ist genial. Alles, was ich über den gegen den Bogen gesagt habe, tut mir leid. Hier ist er einfach nur unglaublich hilfreich. Keine Ahnung, was jetzt mit der Königin ist. Ob das dann einfach wird oder schwer. Ich fürchte, wir müssen ein bisschen dichter ran. Noch ein bisschen dichter ran. Das passiert gar nichts. Alter. Okay, wir speichern mal. Und da will ich jetzt doch mit dem Nahkampf mal versuchen. Okay, die ist einfach nur... Oh. Das funktioniert im Nahkampf nicht so gut. Komm schon. Warum treffe ich die nicht? Hä? Das verstehe ich nicht. Der macht keinen Schaden an der. Jetzt. Okay, dann mache ich nur mit kritischen Treffern Schaden. Das kann man natürlich knicken. Wie muss man im Nahkampf besiegen? Ich mach mal im Speichern, das ist nämlich sehr langwierig. Aber das ist jetzt die sichere Variante, würde ich sagen. Weil sie dann nämlich immer zuhaut. Komm, wir gönnen uns mal eben einen Trank. So, wir speichern nochmal. Genau deswegen. Okay, der Kampf ist halt eher nervig als alles andere. Der Kampf ist richtig nervig. Ich verstehe nicht, warum das jetzt so... Das hat doch eben immer funktioniert. Aber ich gehe zu dich dran. Häufiger speichern. Wieder getroffen. Die hat doch eine bessere Hitbox als gedacht. So einmal noch. Eieieiei. So können wir die... Ne, können wir nicht. Boah. Okay, ging. Also der Bogen essentiell, also ist auch, ich bin auch ganz froh, dass wir beidgleisig fahren gerade mit Nah- und Fernkampf. Und dafür die anderen Sachen so ein bisschen vernachlässigen. Okay, dann können wir jetzt nochmal hier durchgucken, ob da noch irgendwas Spannendes zum Einsammeln war. Denn jetzt mit dem Nahkampf, den brauchte man jetzt ja, um die Königin zu bezwingen, weil... Bogen hätte ich nur Schaden gemacht mit dem kritischen Treffer. Wohingegen, während ich den Fernkampf jetzt sehr gut gebrauchen konnte für
die Maya, die Minecrawler. Maya Lux. Falsches Genre. falsches Franchise eher. Puh. Okay, mal gucken, was die anderen jetzt dazu sagen. Ich bin gespannt. So, wir reden mit... Lass mich vorbei. Ihm hier. Der Schläfer erwacht. Lass mich vorbei. Mit ihm hier. Der Lass mich vorbei. Mit ihm hier. Möge... Lass mich vorbei. Oder mit ihm hier. Ich habe genug Templer vor Arshans Tor versammeln können. Was uns wohl in der Dunkelheit hinter dem Tor erwartet. Oh, nicht, dass wir jetzt hier einen Bug haben. Quest-Stopper. Eine Quelle für Minecrawler-Sekret. Bisher wurden dafür die Zangen... Korkalom. Boah. Sonst müssen wir nochmal zu Korkalom vielleicht. Weil die hier sind jetzt ja echt nicht hilfreich. Lass mich vorbei. Hilfreich hier, ne? Lass mich vorbei. Möge, lass mich mal vorbei. Okay, hier kann mir jetzt keiner helfen. Das ist natürlich fantastisch. Mit wem muss ich denn jetzt reden? Mit Korkalom? Ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ich hätte halt auch gedacht, dass die mir halt gegen die Königin helfen, aber das ist ja irgendwie nicht passiert. Weil jetzt nochmal den ganzen Kram machen möchte ich auf keinen Fall. Ja, okay, dann gucke ich hier nochmal, ob wir hier nochmal mit dem Obermarker reden können. Nach dem Motto, Königin ist besiegt. Ansonsten mit Korkalom nochmal sprechen und gucken, was der sagt. Vielleicht reicht es ja schon. Ja, das wären jetzt so meine Ansätze hier. Also mit Ungewissheit einmal über die gesamte Karte latschen. Wird super. Bisschen schade, dass man denen da jetzt nicht irgendwie sagen konnte, so, hey, wir haben die Königin besiegt, alles ist schön. Vielleicht können wir ihm das hier aber sagen, wer weiß. Was, Ian? Nö. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ian können wir nichts machen. Alberto. Gardist. Hm. Ja, gut. Dann... Oder muss man doch die Königin looten? Gespeichert, oder? Oh, wenn ich die jetzt nicht gespeichert habe, dann bin ich sauer. Alles klar. Königin looten. Nee. Ah, guck mal. Minecrawler-Ei. Königin ist jetzt auch weg. Mehr ist hier nicht. Okay. Huh, okay. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch den Stachel oder so vielleicht von ihr mitnehmen können. Dann versuche ich die jetzt nochmal anzuquatschen.
Und wenn, wie gesagt, wenn das nichts bringt, dann müssen wir zu Korkalom zurück. Weil das Thema Minecrawler ist hier eigentlich durch. Na, perfekt. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Korkalom erwartet dich bestimmt schon. Oh, gut, dass mir das noch eingefallen ist. Schäfer, erwache. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Möge der Schläfer dich schützen. Aber auch interessant, bei ihm kriegen wir den Tagebucheintrag und die Erfahrung bei dem nicht. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache. Okay. Achso, geht's vielleicht mit ihm hier noch? Sehr gut. Also, Königin, check. Bitte, Minecrawler. Ich soll die Eier zu Korkalom bringen, er wird sich schon sehnsüchtig erwarten. So ist es nämlich. Alles klar. Cool. Bin aber überlegen, ob wir vorher nicht noch einmal einen kleinen Abschlecher zum neuen Lager machen. Denn ich würde ja sehr gerne Mitglied werden bei den Söldnern und die bessere Rüstung bekommen. Boah, das wäre schon eine feine Sache. Aber echt gut, dass mir das eben aufgefallen ist. Ansonsten wäre ich jetzt zu Korkalom mit Sumpflager gelatscht und hätte den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber so hat sich ja noch alles zum Guten gewendet. Achso, und dann haben wir natürlich auch wieder Lernpunkte, wo wir dann wieder gucken müssen, wo wir die hinsetzen. Gucken, vielleicht Stärke oder Geschick. Oder doch Akrobatik. Ich habe halt keine Ahnung, was Akrobatik bringen soll. Und jetzt, wo wir die Eier haben und das als Questfortschritt gilt, können wir trotzdem nochmal jetzt Ian anhauen. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier. Nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. So, wir haben eine Kiste Bier bekommen. Also 6 Bier. Mhm. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Denn wir müssten jetzt ja tatsächlich Level 10 haben, genau. Sehr gut. Doch, dann gehen wir erst ins neue Lager, holen uns, oder werden jetzt Mitglied der Söldner. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann bringen wir die Sachen zu Korkalom. Tschüss, Drake. Da müssten wir mit der alten Mine jetzt im Grunde auch durch sein. Hätte vielleicht noch den letzten Minecrawler töten können. So, wo sind wir? Genau, wir sind da oben. Müssen wir mal nach Süden gehen. Kompass wäre hilfreich.
Eigentlich würde ich auch gerne nochmal hier oben gucken. Vielleicht liegt da ja noch so das ein oder andere rum. Nö. Ich glaube, das geht schneller, als die Leiter runter zu klettern. Ah. Also leicht bedrohliche Musik. Das ein gutes Zeichen ist. Links. Und dann immer rechts halten. Oder können wir auch einfach hier durchgehen? Meine Theorie war ja, dass das da vorne das Lager ist. Von daher können wir auch einfach hier durchschlüpfen. Ja, da ist es doch schon. Dann brauchen wir jetzt nicht so kompliziert hin und her laufen. Wenn man denn da hinkommt. Oh, die Filme. Das hat einen Boost gegeben. Yeah. Wie schön klar das Wasser hier auch ist. Träumchen. Ich hab gehört, du hast die Crawler in der Mine ganz schön aufgemischt. So ist es. Lee ist bestimmt bereit, dich als Söldner aufzunehmen. Sprich doch einfach mal mit ihm. Oh ja, das habe ich vor. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Pass auf deinen Rücken auf! Jo, machen wir. Ah, sehr gut. Also, das klappt auf jeden Fall, jetzt Söldner zu werden. Denn wir haben... Okay, also die Minecrawler waren also auch... Pflicht, die zu machen. Würde mich nicht wundern, wenn wir dann jetzt auch mit dem Kapitel dann gleich durch sind. Denn das heißt ja schließlich die Minecrawler. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kapitel das hier gibt. Ich war jetzt eigentlich von 3 ausgegangen, weil in anderen Piranha-Bytes-Spielen waren es, bis ich bisher gespielt habe, waren es auch immer 3, aber das kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen, weil es jetzt hier doch alles relativ schnell ging. Von daher bin ich mal gespannt. Hey, du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Ich suche eine bessere Rüstung. Jetzt, wo du einer von uns bist, kann ich dir eine verkaufen. Okay. Schwere Banditenrüstung für 1200 Erz. Ja. Okay, 1200 Erz. Das merken wir uns mal. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal zu Lee. Der müsste da oben ja gewesen sein. Ah, cool, dass die auch gleich sagen, hey, du bist einer von uns. Aber gut, die Rüstung, jetzt müssen wir uns kaufen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, dass es die auch wieder umsonst gibt. Aber gut. Gehen wir mal hier rein. Denn das würde ich ja schon ganz gerne von Lee nochmal so hören. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen.
Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen! Willkommen, Söldner. Okay, wir haben irgendeinen Gegenstand bekommen. Ich habe keine Ahnung, was für einen. War nicht besonders schlau. Leichte Söldnerrüstung haben wir gekriegt. Ist wirklich nicht mein Problem. Ah, okay. Immer wieder dieselbe Leier. 45, 5, 20. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Leichte Söldnerrüstung. Haha, und der wollte uns Rüstung verkaufen. Ja, wäre das ganz anders gelaufen. In seiner Haut. Okay, aber die schwere Rüstung hätte ich schon gerne. Aber gut, dass ich nicht gesagt habe, wir nehmen erstmal die leichte. Das wäre voll Abzocke gewesen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nochmal um sicherzustellen. Ich suche eine bessere Rüstung jetzt. Banditenrüstung. Die ist schlechter. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Schwere Banditenrüstung ist auch schlechter. 40. Was? 40, 5, 20. Ich suche jetzt. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man 40 Waffen. 5 Pfeile. Das heißt, die ist schlechter. Nee, ist genauso gut. Wie dreist. Warum? Also das macht ja... Okay, gut, wir fragen das jetzt einfach auch nicht. Spannend. Da wäre ich gut, dass ich dem nicht auf den Leim gegangen bin. Weil die Rüstung jetzt... Die hat auch was, ne? War nicht besonders schlau. Gut, dann würde ich hier noch einmal schlafen. Und dann steht es als nächstes an, wieder zum Sumpflager zu laufen. Oder... Wir reden nochmal eben mit dem Chef hier vom neuen Lager. Ich weiß ja auch nicht so genau, ne? Also das sind ja irgendwie so zwei Gruppierungen hier. Das ist wirklich nicht mein Problem. An der Geschichte muss wohl doch was... Erstmal abwarten. Mal gucken, was dann überhaupt die nächste Stufe ist, klar, was man hier noch erreichen kann. Oder ob das jetzt dann schon das Nonplusultra ist, der Rüstung. War nicht besonders schlau. Das weiß ich nämlich auch gar nicht, wo jetzt hier noch weitere Aufstiegschancen sind. War doch klar, dass das Ärger gibt. Das werde ich vielleicht mal nachgucken. Das ist wirklich... Genauso wie ich jetzt wieder herausfinden muss, wo man eigentlich zu dem Typen hinkommt. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hier sind wieder die Banditen. Kann schon sein. Das ist doch hier. Das ist wirklich nicht kompliziert. Das passiert mir nicht nochmal. Wenn du meinst. Nee, da war es nicht. War nicht besonders. Er muss eben auch. Hier. Nee. Hier aber oben? Behalt's für dich. Ja. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Roscoe, wer bist du denn? Ha. Man darf auch nicht das glauben, was man nicht den Wein klauen. Wenn du meinst, ich will mich verbessern. Okay, hier können wir nochmal Geschick und Stärke machen. Vielleicht machen wir einfach wirklich nochmal aus Prinzip 5 Stärke und 5 Geschick. Ich fange jetzt mal so ein bisschen zweigleisig. Okay. Der hat aber nichts weiter dazu zu sagen. Dann ist jetzt also das Sumpflager das nächste Ziel. In seiner Haut will ich trotzdem nicht. Ich glaube kaum. Aber ich fürchte fast, dass wir das in der nächsten Folge dann machen. Der Weg ist nämlich ja schon recht weit. Wir müssen einmal über die gesamte Karte latschen.
Im Grunde von ganz nach West nach ganz nach Ost. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Upsa.